Kommen wir immer noch nicht rein, ne? Den langen Weg außen rum. Merkwürdig. Wieso haben wir denn den Weg noch nicht gefunden? Warte, gucken. Müssen wir wahrscheinlich noch mal hier rum. Hier, da rum. Hier ist der Trecker, glaube ich. Mich auch gar nicht durch. Oh Mann, ey. Kann doch nicht so schwer sein, zu diesem Haus zu kommen. Steuert, ey. Bin ich blind, ey. Trotzdem kein Stück weiter. Ich laufe hier immer im Kreis. Eigentlich mit dem Ding komme ich da jetzt rein? Nee. Das schon gesehen. Da war doch noch irgendwas für einen Dietrich, oder?
Wieder beim Trecker. Der Walkürenstadt und ich muss in das, ich muss ja in das Haus mit dem roten Schornstein, nur der Weg dahin ist aus allen Richtungen gesperrt, deswegen muss ich so einen riesen Bogen laufen. Oh Gott. Ey, ich hätte hier vorhin nur runterspringen brauchen. Mir erstmal ein paar Chicken Wings. Stehen. Und was hast du bei Resident Evil so gemacht? Hühner gejagt. Hauptsächlich. Hey. So, jetzt sind wir beim richtigen Haus. Was hier jetzt passiert? Waffe ziehen? Von der anderen Seite verschlossen. Anklopfen tut er auch nicht. Können wir Munition machen? Abschützen. Läuft. Laden. Gehen wir aufs Dach. Hier ist jemand drin. Ein Werwolf. War das etwa der Mann, der hier wohnt, mit dem ich reden sollte? Irgendeine Modifikation für. Das. Ich sollte Okay. zurück zum Duke. Das habe ich jetzt mit meinem Schlüssel kombiniert. 1. Februar habe Mutter Miranda zwei Ziegen geopfert. 3. Februar habe Mutter Miranda Wolle gebracht. Sie hat mir aufgetragen, in den nächsten Tagen Medizin und Werkzeug für sie zu beschaffen. Ich frage mich bloß, wozu? 8. Februar. Keine Nachricht von Mutter Miranda. Das Vieh ist völlig außer Kontrolle. 9. Februar.
Mir wurde aufgetragen, das Verlangte bei Sonnenaufgang. Mir wurde aufgetragen, das Verlangte bei Sonnenaufgang in die monolithische Kirche zu bringen. Was ich dort sah, war schauderhaft. Die ehrenwerten vier Grafen und Gräfinnen waren da und Mutter Miranda hatte ein Kind auf dem Arm. Sie flüsterte etwas und berührte das Kind. Es fällt mir schwer, es in Worte zu fassen, aber das Kind wurde zu einem weißen Kristall. Dann hat sie. Ich konnte mich nicht beherrschen und fragte sie, warum sie das macht, aber Mutter Miranda lächelte nur und sagte, das ist das auserwählte Kind. Was auch geschehen mag, es wird seine ursprüngliche Form zurückerlangen. Dann gab sie jedem der vier einen Teil des Kristalls in einer Art Fläschchen und sie verschwanden. Ich vergaß völlig, mich vor Mutter Miranda zu verbeugen, bevor ich weglief. Entschuldigung. Ich zittere noch immer. Was hat sie getan? Wer ist dieses Kind? Das ist mein Kind. So, und jetzt auf dem Weg zum Duke. Kriege ich bestimmt wieder Besuch von irgendwelchen ungebetenen Gästen. Denn nur eine Abkürzung oder was? Was ist eine Abkürzung zum Duke? Nee, nicht wirklich. So eine Scheißabkürzung. So, hier ist die Walkürenstatue. Was sollte ich mir da genauer ansehen? Das rote Haus? Das da? Falls ihr das meint, wo ich gerade war, da kam ich ja nicht hin, weil das Tor zu war. Rotes Haus auf der Karte. Das da, ja, da ist noch irgendwas, da hast du recht. Irgendwo habe ich hier wahrscheinlich was vergessen. Ich glaube, ich habe was gehört. Da nichts mehr. War ich doch schon mehrmals durch jetzt. Ist ja auch gar nicht das Haus. Das ist es, ne? Ne, auch nicht. Ja, aber da war ich doch eben gerade auch schon mal drin. Ob ich hier was übersehen.
Nichts. Geld, aber da komme ich nicht ran, oder? Oh doch. Jetzt ist es fertig. Ja, da komme ich. Warte mal. Nee, da komme ich nicht rein. Wäre hier eine Tür rausgegangen? Eine Tür raus von dem Grundstück? Ja, da ist ein Zaun. Scheiße. Na, wir schauen. Ich gehe erstmal zum Dicken. Da lang. Na, und? Etwas herausgefunden? Hab das gefunden. Nun sagen Sie mir, wie ich das in Ordnung bringe. Ganz ruhig. Erst musst du mit diesem Schlüssel die anderen Flakons mit Rose finden. Wo sind die anderen? Es gibt 4 insgesamt. Einen hast du, die restlichen haben die Grafen. Grafen? Mutter Miranda ist die kalte, egoistische Herrscherin dieses Dorfes. Ihr dienen die 4 Grafen. Eine von ihnen kennst du bereits, Lady Dimitrescu. Die 2. lebt tief im Nebel des Tals, die Puppenmacherin Donna Beneviento. Ach, die haben wir alle schon gesehen. Ganz am Anfang. Einer ihrer Spielgefährten hat das modrige alte Anwesen je verlassen. Der 3. ist Moreau, ein sonderbarer Zeitgenosse, der im Stausee bei den Windmühlen wohnt. Allerdings soll nicht nur er in dem See sein Unwesen treiben. Der 4. und gefährlichste ist Heisenberg. Er arbeitet in der Fabrik außerhalb des Dorfs. Was er da macht? Sagen wir, manche menschliche Fantasien sollten Fantasien bleiben. Ja, das kann auch richtig lustig werden. Oh, hier sind Schätze auf der Karte. Wenn du deine Tochter wirklich retten willst, musst du alle 4 Flakons finden. Ich habe die Aufenthaltsorte der Grafen auf deiner Karte für dich markiert. Im Dorf gibt es einiges an Schätzen zu holen. Ich bin sicher, sie werden dir von großem Nutzen sein. Warum helfen Sie mir? Das ist alles Teil meines vorzüglichen Kundenservice. Lass dich bald mal wieder blicken. Habe ich jetzt Plätze auf der Karte angezeigt? Knopf. Ja. Okay, da komme ich irgendwie immer noch nicht hin. Wieso nicht? Ich glaube, ich würde erstmal gerade gerne die Schätze hier einsammeln. Wo wir hier durch die Türen latschen.
willkommen, Ethan. Oh, ich weiß da was. Finde ein paar gute Zutaten und bring sie zu mir. Hm. Okay. Danke. Ah, danke. Ja, jetzt habe ich ihm schon mal Zutaten gegeben, aber kann noch nichts zubereiten. Ja, der kann weg. Der kann weg, der kann weg. Das noch nicht. Der kann weg. Und der kann weg. Davon willst du dich trennen? Nein, nein, ich kaufe es dir gerne ab. Mhm. 38.000 haben wir. Okay, alles klar, mach's gut, Rifter. Ich denke, ich werde auch gleich aufhören. Ich bin ziemlich müde, muss ich sagen. Ich denke, ich werde morgen oder übermorgen oder so weitermachen. Mal schauen. Hm? Was? Ah, schon gut. Aber schön, dass du das da warst, wie immer. Schlaf gut. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Überlass das mir. Sieh es als Investition, Ethan. Hals- und Beinbruch. Haus Murrow ist der, dann kriege ich den ja hier sowieso nicht. Muss ich erst den anderen machen. Aber es macht nichts, ich komme hier sowieso öfter vorbei. Ich brauche jetzt nur eine Schreibmaschine jetzt. Machen wir nämlich für heute Schluss. Wo haben wir denn hier eine? Eine Kirche.
denn jetzt? Ah, Gott. Ja, das ist in die falsche Richtung, aber auch nur fast. So, hier haben wir nämlich die. Hier los. Ja, was ist das denn? 9.2.21, protokolliert von NH. Und das Labor ist. Fabrik war. Okay. Guck mal, hier sind auch die vier nochmal. Okay. Speichere jetzt erstmal und dann machen wir für heute Schluss.